Ja, sie fahren wieder. Den Winter haben die Schätzchen aus dem vergangenen Jahrhundert gut überstanden und so konnte es jetzt auch wieder frisch poliert auf die Piste gehen. Für über 30 Old- und Youngtimer aus dem Münsterland und dem Fest ging es auf eine gemeinsame Tour durch die Häuserschluchten des Ruhrgebiets und grünen Wälder der Hohen Mark. Die Idee für diese seltsame Mischung hatten der Bocholter Oldtimer Club Grenzland Klassik und der in Dorsten wohnende Schauspieler Norbert Heisterkamp. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Wir sind jetzt auch immer mit nach Bocholt hin und unseren Tournehmer mitgefahren. Ja, jetzt haben wir gesagt, wir machen die Tour mal ein bisschen anders. Wir wollen mal ein bisschen in unsere Nähe, Umgebung mal ein bisschen erkunden. Und da ich ja aus der Nähe oder im Ruhrgebiet, eigentlich im Ruhrgebiet lebe, nicht im Münsterland, im Ruhrgebiet, und das Ruhrgebiet aber so ans Münsterland grenzt, habe ich dann den Vorschlag gemacht, lieber Klaus, wie wär's denn mal mit einer Ruhrgebietstour? Und da gehört natürlich ein Bergbaumuseum dazu, ne? Genau. Vorbei an Schornstein geht es dann ins Herz vom Pott, nach Bochum. Am Bergwerkmuseum sind die Oldtimer-Freunde dann auch nicht lang allein und die ersten kommen zum Gucken. Dann aber geht's ab in den Schacht und Norbert Heisterkamp kommt noch richtig an eine Maloche. Euch viel Spaß, bis auf. Während die Gäste aus dem Münsterland noch ein bisschen den Schacht erkunden und sich bei niedrigen Gängen die Köpfe stoßen, ist Norbert Heisterkamp schon wieder über Tage. Frisch geföhnt für ein Fotoshooting mit Fans. So, und wieder sauber. Ich denke mal, man sieht nichts mehr, ne? Oder? Habe ich irgendwo noch, ist noch was Schwarzes? Nein, oder so? Ein bisschen da. Ja, dann macht er. Ja. Okay, okay. Ja. So. So, jetzt können wir eigentlich mit der Tour weiterfahren, ne? Also wir sind jetzt mal unter Tage gewesen und ich denke mal, es ist ein super Erlebnis, wenn man das mal gesehen hat. Das Bergbaumuseum in Bochum, auf jeden Fall ein Besuch wert. Jetzt aber höchste Zeit, die dicht befahrenen Straßen des Ruhrgebiets gegen die Land- und Seitenstraßen des Münsterlandes zu tauschen. Denn im Vordergrund steht natürlich das gemütliche Fahren, vorbei an dem einen oder anderen Geheimtipp für künftige Touren. Und auch wenn sich jetzt die Sonne blicken lässt, haben so manche Oldtimer-Freunde nicht nur ein Auge für die Landschaft, sondern auch die anderen Schätzchen im Starterfeld. Jetzt dieser amerikanische, der hat mich auch natürlich sehr interessiert. Vor allen Dingen auch der Commodore, wo Norbert mitgefahren ist, ja, Heisterkamp. Also weil ich habe das gleiche Auto auch. Und dann fängt man natürlich an zu vergleichen. Hast du das richtig restauriert? Wie sind die Spaltmaße? Ja, das habe ich natürlich alles abfotografiert, was ich so gebrauchen kann. Ja. Für die Rasfelder hingegen wirken die vielen Oldtimer wie eine kleine Reise in die Vergangenheit. Es sind einige dabei, die ich früher in meiner Jugend auch hatte. Ja, dann kommen Jugenderinnerungen und das ist ganz, ganz toll. Die Oldtimer-Fans aus Bocholt und Dorsten hoffen auf eine sonnige Saison mit vielen Gelegenheiten, ihre Schätzchen spazieren zu führen. Nächstes Highlight ist dann die Münsterland-Tour, die am 27. April auch nach Telgte, Senden und schließlich Bocholt führt, wo sich bei Bocholt blüht und hoffentlich gutem Wetter wieder hunderte Oldtimer in der Innenstadt tummeln. Und Leute, schaltet ein, Bocholt TV.